Du erahnst es, wenn die Wolke die Tanne küsst, der Nebel sich wie eine Daunendecke auf die Wiese herabsenkt. Es erfasst dich als sanfter Schauder, wenn über dir sich die Majestät der Berge erhebt, du die wilden Gräser riechst, umgeben bist vom saftig leuchtenden Grün der Alpenwiese. Es erhebt dich, wenn du über die sanften Hügel hinweggleitest, den Ruf des Adlers im Ohr. Ja, ein unbeschreibliches Gefühl der Freiheit. Da gibt es mehrere irrsinnig schöne Flüge, die ich da jeden einzelnen noch im Kopf abgespeichert habe, weil er so einmalig war. Viele verbinden Fliegen mit schönem blauem Himmel. Das ist auch schön, aber wenn Wolken umeinander sind, sich unter dir die Wolken bilden, du fliegst durch die Wolken durch, um die Wolken rum, dann kommt vielleicht noch, was ich schon öfters erlebt habe, der Steinadler dazu, bis auf 10 Meter kommt er her, schaut dir in die Augen, wir fliegen zusammen, der stört sich nicht an den Gleitschirmfliegen, dann fliegt er wieder weg. Und man kann dann sagen, wenn man wieder unten ist, da oben an den Wolken, da war ich auch schon dran. In Bergen wohnen war immer mein Kindheitstraum, die Natur, die Vielfalt, die das Bergleben bietet. Du hast in der Früh ein anderes Stimmungsbild von der Natur wie am Abend und das fasziniert und bindet einen einfach. Wer einmal in den Bergen gewohnt hat, der geht nicht mehr weg und kann sich ein Leben im Flachland schwerlich vorstellen. Es belohnt dich, während du die Höhen erklimmst, über Stock und Stein und dann am Gipfelkreuz der Wind dir ins Herz bläst. Es begleitet dich durch Täler und Auen, wenn du die Feenwälder durchstreifst und der Pfad dich ins Innere der Berge führt, wo der Drache schläft. Ich glaube, wenn man schon als Kind so aufwächst, dass man als Spielplatz hauptsächlich der Wald, die Wiesen, die Bäche oder sowas hat, dann wächst man einfach schon naturbezogener auf. Und gerade die Hörner Dörfer und das Allgäu sind die Landschaft in Deutschland, der man nachsagt, sie sei die artenreichste Landschaft. Da bietet es sich an, natürlich das Ganze auf Schuhstoßrappen zu Fuß zu wandern. Dabei ist es aber wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Dass man einfach auch mal stehen bleibt, bestimmte Pflanzen erschnuppert, dran riecht. Also wenn man ein bisschen den Blick hat, vielleicht auch noch ein Fernglas mit dabei, dann kann man da viele Sachen sehen. Man hat diese Gewalt der Berge vor sich und sieht sich selber als Mensch kleiner wieder. Und in dem Moment, wo man sich selber nicht mehr so wichtig nimmt, weil man eigentlich bloß ein kleines Rädchen ist im Ganzen, das auch zwischen den Gesteinsschichten schnell mal verschwindet, ja, damit hat man auch dann weniger Stress. Es erfüllt dich, wenn unter dir die Stromschnellen des Gebirgsbaches wirbeln, du die Gischt auf der Haut spürst und von Ferne das Geläut der Glocken an dein Ohr dringt. Wenn man mit einem Tier arbeitet praktisch, also das ist dann mehr als wie nur ein guter Freund, das Tier gibt um was. Das tut besonders auch den Kindern gut, die sind mit auf der Weide dabei, die sehen, wie man Brennholz macht, wie das alles auch ein Kreislauf ist. In der Stadt ist so vieles von Menschenhand gemacht. Hier ist vieles einfach noch von der Schöpfung einfach da und wir dürfen damit arbeiten. Und mit Musik geht einfach alles leichter. Wir tun oft einfach auch so neben der Arbeit singen im Stall. Also unsere Tiere sind auch sehr dankbare Zuhörer, die meutern nicht oder meckern nicht dann. Ich bin hier groß geworden und man kennt
die Blumen, die Fauna, Flora, man kennt sich einfach gut aus. Und man hat hier für das Tal, für diese Almweiden, für die Tiere, für die Menschen schon viel Herzblut mit eingebracht. Und das verbindet. Dieser Friede, der davon ausgeht. Ich glaube, ein bisschen was hat es mit diesem Rhythmus zu tun, den eben die Natur, das Tier vorgibt, wo man so mitgehen kann. Das muss man erfahren, mit allen Sinnen, mit erfassen einfach. Du spürst es, wenn du den Ziegenhirten zur Seite stehst, das Werk der Käsesenner betrachtest und die Melodien der Alphörner zu dir wehen, wie Grüße aus altvorderer Zeit. Es ist das, was du mitnimmst, wenn du einschlummerst. Und das Erste, was du wahrnimmst, wenn du am Morgen die Augen aufschlägst. Das Glück, zu Gast in den Hörnerdörfern zu sein.